Mein Name ist Dr. Peter Dahl. Ich leite die Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Therapie im Asklepios Klinikum in Schwalmstadt. Und zusammen mit meiner Mannschaft behandeln wir die Patienten mit arterieller Verschlusskrankheit, das heißt häufig Patienten, die eine gewisse Amputationsgefahr haben. Das erreichen wir nur, indem wir die Durchblutung verbessern. Und das machen wir mit allen Mitteln. Das machen wir eben mit Ballons und Stents. Aber wenn es da nicht mehr weitergeht, machen wir das auch mit Operationen. Wir haben also das gesamte therapeutische Spektrum, beherrschen wir, und damit können wir auch sehr effektiv vorgehen. Ich zeige Ihnen jetzt Bilder von einer Patientin, die eine schwere Durchblutungsstörung mit teilweise abgestorbenen Zehen hat. Es ging darum, den Fuß, den Restfuß zu retten, damit sie damit noch laufen kann. Eine große Prothese ist sehr viel schwerer und immobilisiert die Patienten in der Regel. Wir haben über eine Punktion in der Leiste mit einer örtlichen Betäubung einen Katheter bis hier vorgebracht, geben jetzt Kontrastmittel, gehen dann mit einem Ballon hier ein und dehnen die Arterie auf, was hier schon gelungen ist. Dieser schmale weiße Streifen ist der drahtführende Ballon. Hier gehen nur ganz kleine, winzige Arterien drumherum. Dieses Gefäß hat gerade mal 1 Millimeter etwa. Und diese hier sind also ein Bruchteil von 1 Millimeter groß. Und das reicht nicht für den Fuß. Das heißt, wir müssen das da unten wieder aufbekommen. Das Resultat dieser Maßnahme, die wir hier machen, ist, dass der Fuß rosig wird, wieder gut durchblutet ist und womöglich nur die Zehen abgeschnitten werden müssen, was immerhin noch einen gehfähigen Fuß bedeutet. Wir haben hier ein Bedienpult für die Bildverarbeitung. Wir haben hier das Pult für die Bewegung des Tisches, auf dem der Patient liegt. Wir haben hier eine automatische Injektionskamera, die nach unseren Einstellungen betätigt wird, weil es oft nicht möglich ist, für eine Untersuchung so schnell und so exakt das Kontrastmittel zu applizieren. Und hier haben wir große Monitore, wo wir die alten Bilder aufrufen können, wenn wir welche haben, und auch die neuen und auch die vergleichenden Bilder, sodass insgesamt wir 4 verschiedene Bilder, die für die Therapie am Patienten sehr wichtig sind, uns hier schon hinlegen, damit wir optimale Informationen haben, wenn wir die Maßnahmen durchführen. Wir befinden uns hier in unserer Angio-Suite, das ist ein Sterilraum. Hier liegt der Patient, hier kann er mit dieser großen Röntgenanlage durchleuchtet werden. Und wir betäuben in der Regel in der Leiste örtlich, gehen mit Katheter ein, die Patienten spüren nichts dabei und versuchen dann diese Arterien aufzudehnen, was uns eben auch sehr häufig gelingt. Der Prozentsatz ist über 90%. Auf die Art und Weise können wir bei den Patienten die Durchblutungsstörungen behandeln und vermeiden, dass Beine amputiert werden müssen.